Ja Leute, es ist mal wieder Zeit für ein Faktenvideo auf meinem Kanal. Und damit erstmal herzlich willkommen ihr alle hier zu einem neuen Faktenvideo, sagte ich bereits. Heute mit insgesamt 11 Fakten über den Zauberstab von Bellatrix Lestrange. Und in der Hoffnung, dass ihr den ein oder anderen Fakt noch nicht kennen werdet, wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's! Fakt Nummer 1. Der äußerst charakteristische Zauberstab von Bellatrix Lestrange war 12 Dreiviertel Zoll, sprich ca. 32,4 cm lang, bestand aus Walnussholz und besaß einen Kern aus Drachenherzfaser. Fakt Nummer 2. Erschaffen bzw. gebaut wurde Bellatrix erster Zauberstab vor dem Jahre 1982, natürlich auch von Garrick Ollivander, welcher ihn als unnachgiebig beschrieb. Fakt Nummer 3. Der Zauberstab selbst war nicht immer im Besitz von Bellatrix, da diese im Frühjahr 1998 von Hermine Granger innerhalb der Malfoy Manor entwaffnet wurde und das goldene Trio mitsamt Dobby diesen mitnahm. Fakt Nummer 4. Hermine Granger nutzte Bellatrix Zauberstab bis zur Schlacht um Hogwarts 1998. Was danach mit diesem passierte, ist leider unbekannt, auch wenn anzunehmen ist, dass Hermine ihn nicht behalten hat aufgrund ihrer Abscheu Bellatrix gegenüber. Fakt Nummer 5. Während der Dreharbeiten zu Harry Potter und der Orden des Phönix durchbohrte Helena Bonham Carter aus Versehen das Trommelfell von Matthew Lewis, als sie während der Mysteriumsschlacht, in der Bellatrix Neville Longbottom bedroht, ihren Zauberstab in sein Ohr steckte. Fakt Nummer 6. Doch nicht nur Matthew Lewis musste durch Bellatrix Zauberstab leiden. Auch Bellatrix-Darstellerin Helena Bonham Carter erlitt während der Duellszenen im fünften Teil große Blasen an ihren Fingern, was wohl auf die Krümmung ihres Zauberstabs zurückzuführen war. Weiter geht es mit Fakt Nummer 7. Ein Poster von Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Part 2 zeigt Bellatrix mit ihrem eigenen gekrümmten Zauberstab, obwohl sie diesen zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr besaß. Fakt Nummer 8. Das gleiche gilt für das Videospiel zu Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Part 2. Auch dort hat Bellatrix ihren eigenen Zauberstab und kämpft mit diesem. Fakt Nummer 9. Walnussbäumen wird im Aberglauben nachgesagt, dass man nichts in ihrer Nähe anbauen sollte, da er für Übel sorgt und Gift verbreite. Eigenschaften, die sehr gut zum Charakter Bellatrix Lestrange passen. Fakt Nummer 10. Auch der Zauberstab von Bellatrix war in den Filmen länger als der Kanon besagt. Kanonisch waren es wie eben erwähnt 32,4 cm, in den Filmen 35,5 cm. Und zu guter Letzt Fakt Nummer 11. In den Büchern kam Bellatrix Zauberstab insgesamt 27 Mal zum Einsatz. Zumindest in den Fällen, von denen wir erfahren haben. In den Filmen waren es nur 14 Nutzungen. Ja, das waren meine 11 Fakten über den Zauberstab von Bellatrix Lestrange. Hat es euch gefallen? Falls ja, zeigt mir das doch gerne mit einem Daumen nach oben und einem Abo auf meinem Logo an der Seite. Ansonsten findet ihr viele 100 weitere Faktenvideos unten über die Playlist und in diesem Sinne euch allen einen schönen Tag, macht was draus und bis zum nächsten Mal. Ciao Leute!